Wow. Okay. You're okay, Max. You're safe. On a plane. I hope I did everything right this time. Good work, David. Ja, gut gemacht. Chloe. Oh, you're alive. Oh, you're alive. I did it. I fixed everything. Wowzer. Okay. Ich habe immer das Gefühl, es ist noch nicht vorbei, aber okay. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Ich kann mir nie wirklich vorstellen, als ob da schon alles vorbei ist. Ganz ehrlich. Weil, da wäre das Spiel irgendwie vorbei, oder? Da wird noch irgendwas kommen. Ist Jefferson wohl festgenommen? Chloe lebt? Kate, was war mit... Kate ist nicht vom Dach gesprungen. Kate war tot? Kate wurde gefunden? Oder... Ich hab... Okay. Da würde mich echt mal interessieren, wie das passiert ist dann. Konnte er dann doch noch irgendwas machen? Wie gesagt, und auch wie David halt so ein Arschloch war und alles irgendwie meinte, der müsste alles so manipulieren und kontrollieren und alles. Zumindest hat er in dem Fall richtig reagiert. Ja. Ich möchte ihn jetzt nicht so viel loben. Wir hätten einfach zu den Bullen gehen können. Aber, naja, wir hatten einfach jetzt einen Zwischenpunkt mehr. Der hat ja auch nicht mehr gemacht, als ne, zur Polizei zu gehen und zu sagen, guck mal da. Der hätten wir auch selber machen können, in dem Falle. Weil er war ja nicht selber da unten gewesen. Der ist ja einfach nur ein Wachmann von der Schule. Naja. Unglaublich, dass ich Scharfstellen und meiner Selfie aus der Kunststunde am Montag zurück konnte. Ich warnte David in einer Nachricht wegen Jefferson, nachdem ich mein Foto für den Wettbewerb abgegeben hatte. Puh, ich bin nur nicht ausgeflippt, weil ich ihre Kraft habe. Ich muss dieses eine Mal richtig einsetzen und dann vielleicht nicht wieder. Es war seltsam, wieder in Jefferson Stunde zu sein, als hätte er mich nicht eben erst in einem Bunker gequält. Ich sah ihn zum ersten Mal, wie er wirklich ist. Ein manipulativer Psychopath, der nur Mist labert. Er benutzt Kunst, um Leute zu verführen, aber er besteht aus nichts als Hass und Perversion. Ich bete, dass ich diese Zeitlinie reparieren kann. Ich fand super, ich fand die Aktion so unvorstellbar geil gewesen, wie sie einfach dem die Stirn geboten hatte, wirklich dieses kraftvolle, dieses Fahrt zur Hölle, leck mich, weißt du, so diese Einstellung zu haben dem gegenüber, weil sie einfach alles wusste, so gesehen. Und dem man es halt so gesehen zu spüren gegeben hat, ohne ihm das persönlich zu sagen. Das war so geil gewesen. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Ah, ich hätte noch weitermachen können. Das sind jetzt nicht alles neue Nachrichten, oder? Okay. Womit haben wir die hier neu? Ich bin stolz auf dich. Ist das alles neu? Weil eine neue Zeitlinie ist? Zu spät zum Zurückspulen? Nee, das war alt. Die Frage zu spät zum Zurückspulen, ich bin ganz auge. Ich will gerne mal sehen, was halt, weil halt davon neu ist. Ich weiß es nicht. Ich habe den Wettbewerb gewonnen, das ist alt. Nee, das ist neu, meine ich. Bin stolz auf dich, bla bla bla. 12 Uhr. Ich weiß nicht, was davon mal neu ist.
Das ist alles... Was ist denn davon jetzt wieder neu? 9.10., 9.10., 8.10. Ich weiß, was mit Rachel passiert ist. Trifft mich am Leuchtturm, wenn du das liest. Ja, das ist alt. 9.10. Ich glaube, 9.10. ist das. Max, danke, dass du gestern bei mir warst. Ich versuche aufzuwachen. Also sei es ein Albtraum. Warum Rachel? Sie hat niemandem was getan. Nein, hat sie nicht, Chloe. Das alles tut mir so leid. Alter, wie kommen wir... Was? Wie kommen wir mit so einem Scheiß klar? Wir leben. Rachel hätte gewollt, dass du ein tolles Leben hast. Das ist die beste Rache. Jetzt müssen wir wirklich die Welt erobern. Nein, wir müssen nur füreinander da sein. Du bist eine Heilige, Max. Yo, Max. Max, zieh dir den Scheiß rein. Ich habe vorhin mit dem Stiefhelden geredet. Ich bin ganz Auge. Seit der Jefferson eingebuchtet hat, ist er ganz ein anderer Mensch. Und er war echt cool und hat sich für sein Verhalten entschuldigt. Cool. Das ist super, Chloe. Jetzt seid ihr wieder eine Familie. Wow, komm runter, Schwester. Ich bin ihm nicht in die Arme gefallen. Aber er hat geholfen, Rachel zu finden. Und ich höre Mörder. Und ihren Mörder zu bestrafen. David macht sich offensichtlich echt viel aus Mama und vermutlich auch aus mir. Ja, mir ist stinklangweilig, nichts zu tun. Was machst du, Hippie? Einige Hippies haben Hausaufgaben. Ist klar, du Dummdödel. Hab den Papierkram fürs Bay City College schon ausgefüllt. Ich bin stolz auf dich. Das hoffe ich. Chloe, ich habe den Wettbewerb gewonnen. Entschuldige. Du bist genial, Max. Ich bin so stolz auf meinen Superstar. Das ist erst der Anfang. Ich bin nur froh, dass ich es mit dir teilen kann. Aber hallo, du hast den Sieg auch verdient. Keine Emojis. Oh, ich schreibe sie das. Gut, da steht da immer hinter, wie viel davon neu ist. Eins. Davon ist eins neu. Bald. Ich glaube nicht, dass bald neu ist. 9.10. Max, ich weiß, Mama lässt dein Handy glühen. Ich verstehe, warum. Sag ihr, sie soll sich keine Sorgen machen. Du bist jetzt erwachsen. Das kannst du ihr selbst sagen. Mache ich. Bald. Also immer als was vom 9.10. ist, würde ich mal sagen. Wir haben nur den 10.10. Wer bist du eigentlich? Dana. Wer war nochmal Dana? Dana sagt mir gar nichts. Max. Klick, klick, klick. Ich arbeite an einem neuen Spruch für dich. Dana, das ist klasse. Ich werde rot. Weil du in Flamme stehst, Mädchen. Wer ist Dana? Dana habe ich nicht so oft gehört, deswegen. 9.10. Oh mein Gott, Max, ich glaube einfach nicht, dass Nathan und Jefferson verhaftet wurden. Ich stehe echt unter Schock. Ich muss jetzt zur Polizei und eine Aussage abgeben. Bitte sag mir Bescheid, wenn du mich dort brauchst. Wir stehen alle zu dir. Ja, so super. Ich bin so ein bisschen froh, dass wir zurückspulen konnten und bis jetzt alles retten konnten. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ich weiß noch nicht. Danke, ich habe Angst. Aber ich will sicherstellen, dass die beiden weggesperrt werden und nie wieder wem wehtun. Max, ich habe gehört, du hast gewonnen und das macht mich so glücklich. Deine Fotos sind so wundervoll. Es gibt mir Hoffnung, dass du jetzt entdeckt wirst. Danke, Kate. Du gibst mir Hoffnung, indem du meine Freundin bist. Sei nicht so bescheiden. Verneige dich. Ich erwarte einen vollständigen Bericht beim nächsten Tee trinken. Abgemacht. So, wohin? Was haben wir? 9.10. Da. Max, Jefferson, was zum Teufel? Irre, oder? Hättest du ihn je verdächtigt? Nie. Er wirkte nur wie ein cooler Lehrer. Dachte, du stehst irgendwie auf ihn. Tut mir leid. Ja, habe ich aber auch gedacht. Also jetzt nicht mit dem Rauch, aber mit dem coolen Lehrer und, Mensch. Da habe ich ja bis zum Ende noch gedacht. Ja, war krass. Sollte es auch. Ich bewundere seine Arbeit. Nicht mehr. Scheiß drauf, er ist Geschichte. Ja, ist er. Muss ich mir jetzt einen Termin holen, wenn ich dich sehen will? Oh, bitte. Ja, musst du. Es ist so cool, dass du gewonnen hast. Danke, Warren. Fühlt sich komisch an. Maxine, bist du da? Ist alles in Ordnung? Ich habe gerade in den Nachrichten von dem Kunstlehrer gehört, von dem du immer erzählst. Was geht in Blackville vor sich?
Aber mir geht's gut. Zu viel zu tippen ist irre. Ich ruf später an. Versprochen. Ich hasse es, dass du so weit weg bist. Lass mich nicht warten. Werde ich nicht. Maxine, wir sind so stolz. Stolz, stolz, stolz. Danke. Wir haben immer an dich und deinen Fotos geglaubt. Natürlich habt ihr das. Deswegen bin ich in Blackville. Ja, okay. Das hat mal nichts, ne? Wir gucken uns mal weiter hier oben im Flugzeug. Wir können das Ding benutzen. Ich kann mir noch nicht so wirklich vorstellen, dass der komplett unschuldig ist, aber okay. The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Weil, ich weiß noch, ich kann mich an eine Szene erinnern, aber noch relativ am Anfang von dem Let's Play gewesen. Da hat sich Jefferson mit ihm irgendwie unterhalten. Der saß irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, irgendeiner von beiden saß im Auto drin und der andere hat sie so reingelehnt im Fenster und die haben sich halt unterhalten. Und ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, dass der nicht da irgendwie mit irgendwie was zu tun hat. Ich weiß nicht. Gut. Two Moon Diner. Inmitten aller des Unweltchaos in Acadia Bay, wie Schneefall außerhalb der Saison und gestrandete Wale, berichteten Einwohner gestern Abend gegen 20 Uhr zwei Vollmonde gesehen zu haben. Zeugen geben an, dass die doppelten Monde klar am Nachthimmel zu erkennen waren, bis nach kurzer Zeit Wolken aufgezogen. Das Ausbleiben von Video- und Bildaufnahmen veranlasste örtliche Meteorologen zu der Annahme, dass die Vorstellungskraft aufgrund der neuesten Öko-Cars übersteuert. Es hat niemand Fotos oder Bilder aufgenommen? Das Ausbleiben von Videos und Bildaufnahmen. Was? Warum? Okay, das will ich aufgelöst bekommen. Warum? Es ist niemand hingegangen. Wir haben ein Foto gemacht. Wir haben ein Foto. Wir haben ein Foto von zwei Monden. So, ich gucke gleich nach, ob das Foto da raus ist. Also, wir haben davon Fotos gemacht. Das Ausbleiben von Videos und Bildern, warum? Haben die Leute sich so gedacht, ach, mein Gott, jetzt mein Mond, dafür hole ich mein Handy nicht raus. Das sind bestimmt dieselben Leute, die auch immer UFOs sehen oder Aliens und sie denken, oh, jetzt Bilder davon machen. Nee. Oh, Videos machen. Oh, nee, lass ich mal. Ich erzähle lieber die Geschichte so. Blackville-Sicherheitschef entdeckte Bunker und Skandal. Im Verlauf der Untersuchung diverser Hinweise von David Metzen, Sicherheitschef an der Blackville Academy, fand die Polizei am Dienstag eine bizarre Kammer im Untergrund, die angeblich von Lehrer Mark Jefferson und Schüler Nathan Prescott benutzt wurde, um junge Frauen unter Drogen zu setzen, zu entführen und zu fotografieren. Obwohl an den Opfern keine weiteren Anzeichen psychischer oder sexueller Gewalt festgestellt wurde, schockierten diese Enthüllungen das beschauliche Städtchen Acadia Bay. Selbst gegen Sean Prescott, einflussreichster Geschäftsmann der Umgebung, wird jetzt wegen seiner Rolle als Besitzer der Scheune, unter der sich die Hightech-Dunkelkammer befand, ermittelt. Wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Ich will gerne die nächste Seite auch lesen. Oh, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass er noch unschuldig ist, aber okay. So, sitzt noch irgendjemand im Flugzeug drin, den man kennt? Excuse me, sir. Your phone has to be shut off. Weil läuft er nicht immer so komisch hier rum? Sieht immer aus, als ob der die Hände so komisch weit vorne. Sieht immer aus, als ob der eine Waffe trägt, so. Als ob das hier so ein, ich weiß gar nicht, wie die heißen hier, so ein... Please shut off your phone. Was? Jetzt jemand, ob das so ein Sheriff ist hier von dem Flug. Ich wollte erstmal nur gucken. Verdammt. These airline seats get smaller, so I won't have to fly at all. I have to admit, I love being called an artist. Mhm. Ich wollte mir erstmal noch vorher umgucken. Warte, da ist noch ein Ding. Das ist ein Fernseher. We're almost in San Francisco.
I'm so stressed, but I'm so excited too. I bet this is a nice break for Principal Wells. After all the damage control he had to do this week at Blackwell. Ich kann mir immer noch nie wirklich vorstellen, dass der nichts damit zu tun hat. Aber erstmal aufhören, rumzupfeifen. Das ist knusprig, oder? Hallo. Entschuldigen Sie, Sie sind nicht allein im Flugzeug. Alter. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes Contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Mir fällt kaum was ein. Oh, Christ! Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Ist heute nicht Freitag, wo die dahin fliegen? Ist ja nicht der Tag, wo Acadia Bay eigentlich untergehen sollte? Ich meine ja nur. Sie hat auf jeden Fall schöne Sachen an. Auf jeden Fall bessere, als was sie sonst anhört. Echt schön. Steht ihr auf jeden Fall. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Okay, dann wollen wir mal gucken. Wowzer, Max. You did it. Somehow. I went from the dark room to this gallery. I've been through so many realities in one week. Life is weird. Oh, that's strange. Ich sollte mein Gewinner-Selfie finden. Machen wir auf jeden Fall. Aber vorher gucken wir uns auf jeden Fall um. Machen erstmal Fotos. Max, in die Zukunft. Mir scheint, ich habe es in Ordnung gebracht. Chloe lebt. David wurde zu einem echten Helden, als Jefferson und seine Dunkelkammer auffliegen ließ und damit auch Nathan und dessen Vater implizierte. Die Preskin kontrollierten Acadia Bay nicht mehr. Ich bin jetzt die offizielle Heldin des Alltags und auf dem Weg nach San Francisco mit Direktor Wells, der viel entspannter ist, wenn es nicht um Blackwell geht. Ich kann mich nur schwer entspannen, aber die Fragmente der Zeit nehmen Gestalt an. So. Jemand verliebt dich, jemand, der sich Fotos anguckt, eine Kamera mit Duct Tape, Und ja, mal gucken. Mal gucken, sogar verliebt?
Wer könnte von euch verliebt gucken? Vielleicht sie. Mann. I heard Mark Jefferson was supposed to be here tonight. Not anymore. That was so shocking. I have one of his monographs too. Hold on to it. His work is going to be worth serious cash. Be cool, Max. Smile and don't say anything stupid. Hallo. I never thought I'd get to speak to a gallery receptionist about my own work. Nice. Why, good morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your Everyday Heroes photo. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. What? Als ob wir der Highlight sind von dem ganzen Ding hier, oder? There I am, along with all the other winners. I should say artists instead. Wir gucken uns hier genau um. Wir haben ja so viel zu sehen. The Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. I mean San Francisco. Ich finde lustig, dass sie das Wort Zeitgeist übernommen haben. Im Zeitgeist eine Geschichte in Bildern. Also im Englischen jetzt generell. I wish I had time to go see those murals here. Mission Wandmalerei. Gabriel Monares. Ach, da am Hühnchen ist ein Wein. Haben wir hier eine Spendenbox? I need to drop some serious cash in there. Metzen und Spenden verschenken sie Kunst. Spenden fließen direkt in die direkt in Kunstprogramme der Gemeinde. Vielen Dank, Galerie Zeitgeist. Staff only, okay. Mir gefällt so eine Wand. So eine Wand. Oh, ich wollte schon immer mal so eine Wand haben. Und ich weiß gar nicht, wie heißen die, so eine Steinwand halt. Erinnert mich halt damals immer noch an Giga. An alten Giga-Zeiten. Deswegen, ich weiß nicht. Irgendwann werde ich mir mal so eine Wand machen. Das sieht voll cool aus. Wow, Sir. A Danny Lee article. The Golden Gate Reporter. Ich ließ meine Kunst in San Francisco von Daniel Lee. Ja, ich wurde in einem Badzug geboren. In einem Badzug? Was ist denn ein Badzug? Okay. Wortwörtlich. Es ist eine lange, unglaubliche Geschichte, die ich hier nicht wiederholen werde. Dafür wird Alkohol benötigt. Prost, Mama. Das mag meine obsessive Liebe für die Bucht und ihre Außenposten an Künstlern und Dissidenten erklären. Trotz der rapiden Gentrifizierung florierender Künstler und Erschaffer entgegen aller sozioökologischen Drucks, denn genau das ist hier Markenzeichen. Galerie wie Zeitgeist und Milkovich Fashion arbeiten mit diversen Gemeinschaften zusammen und praktifizieren, was andere Mäzene nur predigen, wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. I wonder how it is to live in a submarine like that. It must be really claustrophobic. Kann ich mir vorstellen. Die Jagd auf den richtigen Oktober. Besuchen Sie die berühmte USS Malacoda. Erfahren Sie mehr über die aufregende Geschichte des ältesten U-Boots von San Francisco. Täglich geöffnet in Calmas Wharf. The revolution will not be televised. Stoppt die Neugründungen. Wie viele Geschäfte und Anwohner müssen noch für die neuesten Cafés und überteuersten Trendrestaurants aus ihren Heimen vertrieben werden. Die Geeks, die diese Stadt versklavt haben, benötigen eine Lektion zur Überschreitung. Nehmt diesen Samstag teil, um das Ende einzuläuten. Versammlungsort wird noch bekannt gegeben. Gott, wie viele Flugblätter liegen hier rum. I love how much cool art is going on all over the Bay Area. Unlike Arcadia Bay. Erfahre mehr über die Herstellung und Geschichte der Champala. Wöchentliche Kurse mit Lehrer Charles Ellick. 25 Miranda Street, Oakland. Okay. Some mysteries should stay that way.
Kaltiki Tours präsentiert Mysterien der Pazifikinseln. Dreistündige Tour des Küstengebietes in der Bucht. Besuchen Sie Antikgrab- und Zeremoniestätten. Entdecken Sie lokale Legenden und Sagen. Täglich von 7 bis 19 Uhr. Alter, wie viele Dinger liegen hier rum? How fun. Yes, Warren would definitely go ape over this show. Geschichte der dystopischen Kinos. Kulturarchivar Christian de Wien präsentiert eine kinetische Clipshow von Lektüre dazu, wie die industrielle apokalyptische Paranoia die Welt des dystopischen Kinos gebar, von Metropolis zu Planet der Affen, von Blade Runner zu die Tribute von Panem. Azad Cinema, Samstag, 26. Oktober, 20.30 Uhr, $6.66 an der Tür. $6.66, nee, nicht schlecht. Hat man da hinten noch ein Flugblatt? Holy shit, this flyer was designed just for Chloe. Sieht aber cool aus. I wonder if I'm ready for the mosh pit. Skull and Bones, Halloween Party, gruselige Kunst, Tattoos, Horrorbands, Mitternachts. Varieté, Süßes und Saures, Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ab 18, Mittwoch, 30. Oktober. Tenderloin Warehouse. But what would I wear? Wie gesagt, wo ich nochmal drauf zurück wollte, ist das jetzt vorbei mit der Katastrophe, mit dem Tornado? Weil der sollte doch jetzt am Freitag stattfinden und am Freitag sind wir doch jetzt hier in San Francisco. Oder nicht? Nigels Druidenfest zu Samhain. Alter, wann? 31. Oktober, 23 Uhr. Bis, wo? Golden Gate Park. Tickets Nigels Pageant Place, 35. und Knielsstraße. Keine Ahnung, San Francisco irgendwo. Kenn ich. Bin ich jeden Tag. So. Gott, wir haben so viel. Und der Boden gefällt mir auch. Der Boden mit der Wand zusammen. Sollte ich mir mal merken. Der gefällt mir so. Neonkunst. Not my style, but the neon is a nice representation. Oh shit. Pretentious alert. Hallo? Ich habe gehört, Sie tragen Bart. Ich mag Leute, die Bart tragen. Das sind ganz sympathische Menschen. Are you Max Caulfield? Bravo on your entry. I'm the art critic for Iris N magazine, and we would love to include you in a piece about future trendsetters in photography. I'll send you the details this week, if that's okay. Congratulations for your piece. Ja, du meinst das bestimmt ganz schön ernst, wenn du weiter sie anguckst und mit mir dabei redest. Oh, jetzt guckst du mal rüber, jetzt wo du fertig bist, aha. Ja, ja. Ich überleg mir das nochmal. Vielleicht finde ich ja noch jemand anders, mit dem ich reden kann. Hallo. Muss doch irgendjemand finden, der sich irgendwie ein paar Bilder anguckt. Changing weather.